herzlich willkommen zurück zur 31. Folge zum Landwirtschaftssimulator 15 in Mönchwinkel. In 16 zu 9. Ja, und Full HD. 1080p, 60 Frames, so mal schnell nochmal ran, ne? Allerdings große Netzwerkprobleme dank der Bauanleitung von dem Ice Dragon. Stimmt ja, ja, die Bauanleitung. Also natürlich der Ice Dragon mit dabei und ich bin der Bio. So, wir sind jetzt hier kurz vor fertig mit Feld. Ging eigentlich relativ schnell, muss man einfach mal sagen. Mhm. Wie gesagt, das mit dem Nachhängen jetzt hier, da kann ich leider nichts dran ändern. Das ist jetzt so. Da hängt die Synchronisation hinterher. Ja, das ist jetzt kein technisches Problem jetzt hier bei uns, sondern irgendwie, ja, entweder lädt er jetzt bei mir irgendwas runter oder macht jetzt im Hintergrund was oder bei dem Ice Dragon, obwohl der Ice Dragon gerade nachgeguckt hatte. Ja, bei mir habe ich nichts gesehen. Aber jetzt in, ja, seit vielleicht 10 Minuten, seitdem ich einen Neustart gemacht machen musste, weil ich ja mein Aufnahmeprogramm wieder mal neu starten durfte, seitdem... Ja, habe ich jetzt hier irgendwelche Synchronisationsprobleme. Kennen wir aber schon alles aus dem Farmexperten, von daher können wir drüber weggucken. Yes. Der Punkt ist, er synchronisiert sich ja trotzdem, dann kannst du ja nachsynchronisieren, dann hast du diese Sprünge drin halt. Beim Farmexperten lässt das sich einfach aus. Also, wie gesagt, bitte da nicht sauer sein. Das ist was leider typisches, so wenn man halt im Internet spielt. Zeitgleich noch aufnimmt und. So, ich fahre jetzt mal rüber, nochmal auf die andere Seite, dann kannst du hier das letzte Stück fertig düngen. Ja, wir haben jetzt hier Luzerne komplett auf dem Feld drauf und ja, wir mal gucken, wie wir das natürlich weiterverarbeiten können. Ich werde gleich mal im Offscreen nachgucken, also währenddessen, das nimmt du aus, kann ich ja wieder nachgucken währenddessen. Ja, richtig. Mal die PDF gucken, ob wir das hier irgendwas verwenden können überhaupt. Dass wir es jetzt umsonst angebaut haben. Ach, ich glaube nicht, weil dann wäre es nicht drinne. Naja, und jetzt nur so als Gründünger gedacht ist oder so, wisst ihr? Aber wäre ja auch blöd eigentlich. Ja. Eigentlich schon. So, 58% sind noch drin, ne? Ist natürlich schön, wenn diese Synchronisationsprobleme gerade kommen, denn wenn man in der Kurve einschert, ja, und dann... Dann sind wir ganz schön. In der Kurve ist man ganz toll. So, jetzt mal den schönen Traktor hier, den Same Fortis mal in 1080p und hier Full HD 16 zu 9 mal jetzt im Cockpit. Hey, 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 1080p habe ich auch. Naja... Hochgerendert. Ich hab halt keine Du machst das wie Microsoft hier mit der Xbox hier. 900p und dann macht er einfach nur hochrechnen auf 1080p. Das ist nicht echt. Ja, natürlich ist alles echt. Ich render in 1080p. 1440 mal 1080. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich habe ja die PlayStation 4 und die Xbox One, mir fällt der Unterschied jetzt gar nicht so dramatisch auf, dass die Spiele jetzt nur 900p sind und dann hochgerendert werden in 1080p. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es fällt jetzt nicht so extrem auf. Ja? Und von daher sage ich mir immer, solange ich hier kein 480p habe oder sowas, jetzt hier so Fernsehqualität, bin ich eigentlich mit allem zufrieden. Das muss man einfach mal sagen. Nö. Genau. So ist das. So, okay, wir haben jetzt alle Felder sind fertig. Ja, und ich bin auch mit dem Düngerstreuer auf dem Rückweg. Ich würde sagen, ich drehe mal die Zeit ein bisschen hoch. Können wir nicht mal bitte was anderes machen? Ich kann jetzt aktuell keine Feldarbeiten jetzt mehr sehen. Kann man da nicht irgendwas mal gucken? Was man da jetzt mal machen kann? Die Zeit vielleicht nicht ganz so hoch. Vielleicht mal irgendwas mit Gras oder so? Wir haben nur den kleinen Rasenmäher, ne? Ich weiß zwar nicht, was wir mit Gras machen könnten. Weil wir ja aktuell keine Tiere haben. Wir können es irgendwo verkaufen. Kannst auch lagern bei uns auf dem Hof. Ja, ich wollte gleich in die PDF gucken, nämlich, was wir alles. Wenn nicht, kannst du auch gerne zum Tagebau hochfahren und oben Sand und Kies holen. Ach nö, hab ich keinen Bock drauf. Das interessiert mich nun so überhaupt nicht, wa? So dieses Tagebau, Straßenbauen und so. Naja, wir brauchen die Straße, sonst können wir die Plantage nicht nutzen. Ja, naja, für mich ist jetzt keine Plantage, nur weil da jetzt zwei, drei Gewächshäuser stehen, wo angeblich Erdbeeren drin sind. Du weißt, dass wir hier Rechtsverkehr haben. Ist mir egal. Was guck mal, du machst, Cheffe. Schön hier oben mit Dachluke hier. Offenem Fenster. Wenn wir denn nicht irgendwas kaufen, was hältst du denn
von ein paar Bäume abhacken. Bäume abhacken. Also da bin ich wieder voll Fan für. Hier die Bäume abhacken. Da bin ich so gar nicht Fan für gerade. Verstehe ich überhaupt nicht, warum du das überhaupt oder warum dich das überhaupt nicht interessiert. Weil ich immer wahnsinnig viel Stress mit dem Aufladen der Scheiße habe. Das kann ich doch machen. Dann gib mir eine Kettensäge und dann fahr ich da Lene hin. Dann kannst du hier dein Zeug hier weitermachen. Kümmere ich mich alleine um meine Bäume. Du weißt, dass das Forstteil 54.000 Euro kostet, ja. Ja. Aber bringt dir auch relativ schnell Geld. Und ich kaufe dir den Anhänger. Dann fahre ich zum Shop. Aber nicht mit dem Trecker. Oh Mann. Hänger. Ja, ich habe den Dings gekauft. Welche Kettensäge willst du haben? Husqvarna? Ist mir egal. McGulloch? Das ist alle das gleiche. Ja, aber optisch nicht. Ach, ist mir doch egal. Ich finde die McGulloch am schönsten. Dann kauf die so. Tadam! Das ist die Kettensäge. Okay. So, dann steck mal aus, bitte. Ja, und danke. Schon draußen. Dann hole ich mir jetzt meinen Anhänger. Dann kannst du nämlich machen, was du willst, und ich mache dann, was ich will. Ja. So hat jeder den Seins. Genau. Wenn du, kannst du dich nachher um deine Tiere kümmern, Feldarbeit machen wir zusammen und ich kümmere mich um die Forstwirtschaft. Perfekt. Ja, ist eine wunderbare Aufteilung. Ja. So, weil hier Tiere ja noch mehr zu tun ist, weil wir jetzt hier auch Zuchttiere haben. Ja. So, ich muss mal jetzt erstmal, ich bin mal kurz nicht im Spiel, weil ich... Okay, weil er guckt jetzt nach, was man mit Luzerne hier im Spiel machen kann. Ich versuch's mal rauszufinden, ja, nebenbei. So, und wir werden jetzt zum Shop fahren, um meinen Anhänger zu holen. Und dann werden wir jetzt mal in den nächsten Folgen mal so ein bisschen was mit der Forstwirtschaft mal wieder machen. Wie gesagt, ich find es jetzt nicht schlimm mit der Forstwirtschaft. Von daher denke ich mal, ist das eigentlich eine gerechte Aufteilung. Weil, wie gesagt, das mit den Tieren, ja, das war immer Ice Dragons Part gewesen. Und es kann auch weiterhin so bleiben, weil ich habe damit eigentlich relativ wenig am Hut. Aber wie gesagt, das mit der Forstwirtschaft hat mich da, also hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. So, Luzerne wächst. Fruchtwachstum. Genau, werden wir angucken. Also ich starte erstmal hier die tolle PDF-Datei. Jo. Wo die Bilder auch viel detaillierter sind, wo man die Bilder wirklich auch erkennen kann. mehr oder weniger zumindest. Ja, so, dann kommt eine Erklärung. So, was können wir mit... Ich guck mal, ob ich irgendwo Luzerne finde. Ah, ja. Irgendwo hier in der Liste auftaucht bei irgendeinem. So. Ice Dragon fährt immer einen anderen Weg. Ich fahre mal den Weg hier. Ich finde den optisch sehr, sehr schön hier. Zwar ist die Straße hier eigentlich noch gar nicht fertig. Wir können uns mit Sonnenblumen und Raps können wir uns auch selber Benzin machen, ne? Also... Brauchen wir nur Raps oder nur? Oder beides zusammen? Nö, entweder Raps oder Sonnenblumen. Muss nicht beides sein. Kommt dann immer Diesel und Mist dabei raus. Diesel und Mist, ne, ist doch gut. Ich finde auch, dass wir mehr so in die Eigenproduktion gehen sollten, eventuell. Zwar ist Verkaufen natürlich da in dem Sinne jetzt auch natürlich besser. Aber die Sachen, die man selber machen kann, wie Saatgut zum Beispiel. Oder Saatgut wäre wichtig. Dünger. Ja, hier Kalk, ne? Und so weiter. Genau, für Kalk brauchen wir Rüben. Ach, die meine Güte. Ja, da haben wir noch gar nichts. Aber diesmal haben die Rüben wenigstens einen Sinn, die anzubauen. Und nicht nur zu verkaufen halt, wenn man wirklich, ne? Ja, stimmt schon, ja. Im Gartencenter könnten wir auch Gras verkaufen, ne? Okay. Hopfenfarm verkauft Hopfen logischerweise. So, Landhandel nimmt an Weizen, Gerste, Raps, Mais, Hafer, Sonnenblumen, Kartoffeln, Rüben, Eier, Schweine, Hühner und Rinder. Aber kein Luzerne. Kein Luzerne. Die Schlachterei nimmt Schwein, Rind und Fleisch und macht jeweils daraus Fleisch logischerweise. DDR-Milchviehanlage, Produktion Kuh. Achso, die haben zwei Ställe. Die haben einmal einen Kuhstall, einmal einen Fersenstall. Produktion Kuhstall macht aus Gras, Silage, Mischfutter, Milch und Gülle, klar. Und aus Stroh Mist, also wie letztes Mal der Kuhstall halt. Und
Fersenstall macht aus Gras, Silage, Mischfutter und Stroh, macht der Geldgülle und Mist. Aha. So. Aber Kinder macht Luzerne, oder? Ich guck gerade, ob das irgendwo. Bin noch nicht durch, keine Angst. Okay. So, Edeka nimmt an: Käse, Fisch, Konserven, Äpfel, Birnen, Marmelade, Alkohol, Kirschen, Pflaumen, Orangen, Erdbeeren, Gurken, Tomaten, Fleisch und Eier. Das sind alles Edeka. Eigentlich müssten ja schon ein paar Eier eigentlich so irgendwie liegen dann, ne? Keine Ahnung. Der Pferdehof sind natürlich Strohballen, also Stroh in Klammern auch Ballen logischerweise, Rüben und Gras. Betonfabrik mit Stand und Schotter, einfach darauf Beton, klar. Der Biomasseheizkraftwerk, oder nee, Biomassekraftwerk, so mit Stroh und Hackschnitzel an, ja, sind auch Stroh an, allerdings. So, kann man hier die Zähne verwenden, bei dem vielleicht? Düngerfabrik, ja. Aha. So, aus Raps macht das Ding Diesel und Mist. Aus Gülle und Silage macht das Ding Geld. Aus Gülle und Mist macht es Geld und Dünger. Aus Gülle und Mist macht es auch nur Dünger, wie auch immer. Aus Stroh und Heu oder Gras und Silage macht es Mischfutter. Aus Wasser macht es Geld. Wasser gleich Geld. Was? Okay. Das wäre ein bisschen sehr einfach. Wenn man ja, weil der einfach nur zum Fluss. Kumpel im Wassertank und macht den Wasser voll und Wasser und fahrt dahin. Eigentlich schon. So, Wasser und Weizen oder Gerste oder Mais oder Hafer plus Dünger kommt Saatgut raus. Hm. So, die Spinnerei macht aus, nimmt natürlich Wolle an, klar. Die Zuckerfabrik macht aus Rübenkalb. Die Käserei macht aus Milch Käse. Fischerei, Produktion. Mit der Zeit wird Fisch produziert und wenn du Mais hinbringst, wird auch Fisch produziert. So, der Getreidespeicher. Hühnermast, Wasser, Erdfrüchte, Sand, Standardkorn, gleich Hühner. Ach, die Hühnermast, die macht von selbst Hühner, ja? Wir brauchen keine Hühner dahin bringen vorher. Okay. Wir müssen nur Wasser plus Erdfrüchte plus Standardkorn dahin bringen. Dann werden da irgendwann Hühner entstehen. Na, Erdfrüchte haben wir ja erstmal aktuell noch. Ja, Standardkorn eigentlich auch und Wasser haben wir eigentlich auch. So, Konservenfabrik, Fleisch, Sonnenblumen, Hafer, Raps, Mais, Kartoffeln, Rüben, kommen jeweils Konserven raus. Alle oberen zusammen kommen auch Konserven raus, also weiß ich. So, Produktion 2, oder Produktion 1, Produktion 2 ist Apfel, Birnen, Tomaten, Kirschen, Erdbeeren, Pflaumen und Orangen kommen auch jeweils Konserven raus. Eigentlich kannst du fast alles hin und kommen auch Konserven raus. So, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, ja gut, die können wir uns schenken. Molkerei nimmt natürlich Milch an. Die Rosen, Plantage, Plantage, Kartoffeln und Rüben. Weizen, Gerste, Raps, Mais, Kartoffeln, Rüben, Hafer, Sonnenblumen. Eine Rinder, Holz, Hackschnitzel, Raps, Weizen, Gerste, Mais, Wasser. So, Agrares Mischfutterhalle. Produziert 5000 pro Minute, 1 Million Kapazität. Stelle, Wasserentnahme. Luzern taucht hier nirgendwo auf. Haben wir jetzt was angepflanzt, was eigentlich ja nicht nutzbar ist, oder was? Das ist eine gute Frage. Wozu nutzt man das denn im wahren Leben? Also für Sagen tut mir das nämlich auch nicht. Ich hab jetzt einen Hänger. Wurde gar nichts machst du im Spiel? Ja, ich mach Firefox auf, das reicht ihm anscheinend schon. Ah oh ja, das hat gereicht. Limited. So, ihr Lieben, wir wenden uns jetzt mal so ein bisschen mit der Forstwirtschaft so in den nächsten Folgen mal uns angucken hier. Mal gucken, was wir hier mit dem Holz machen können. Wir könnten es ja dann gleich hier unten. Also ich glaube, ich stelle mich auch gleich hier unten hin zu Feld 65, 64, 79 und 80. Weil da haben wir ja nämlich gleich da diese Zellfabrik. Dort können wir ja Holz ja hinbringen. Mhm. Und ja, wenn wir mal gucken, wie wir hier so abschneiden. Da sprechen kann sich dann, wie gesagt, jetzt so um was anderes kümmern. Aktuell sind ja keine Feldarbeiten nötig, Gott sei Dank. Ich guck gerade, was die Zerne so macht bei Wikipedia. Wozu man das Ding eigentlich benutzt? Es ist ein Hülsenfrüchtler. Ja, ja, genau. Das hatte ich letztes Mal schon mal geguckt, weil ja in dem Video von Farmexperte waren ja auch Luzerne abgebildet.
Und da hat er geschrieben, dass es aussieht wie Luzerne, dieses etwas bläuliche. So ein bisschen bläulich aussieht, ja. Aber er hat keine Verwendung dafür hingeschrieben. Irgendwas mit den Bienen meint er, dass es für die Bienen wichtig ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt hier für die Bienen wichtig ist. So für den Honig und so, ne? Das kann ich mir jetzt bei dem besten Willen nicht vorstellen. Wird als Viehfutter verwendet. Okay, auch, ja. Landwirtschaft. Die Luzerne wird weltweit als Viehfutter, aber auch als Lebensmittelsprossen angebaut. Sehr häufig, wenn nicht überwiegend, handelt es sich bei den angebauten Pflanzen in Mitteleuropa jedoch nicht um die reine Art, hast du nicht gesehen, sondern um die Bastardluzerne. Also es ist Viehfutter an sich. Das weiß ich nicht, worin das ist. Ich hoffe, wir können es mit einem normalen Mähdrescher abnehmen. Aber sie haben es immer noch nicht gepatcht, dass der Baum hier auch richtig umfällt. Okay. Luzerne wird meist als Silage oder Grünmehl für Pellets wegen hoher Bröckelverlust seltener als Heu geerntet. Man kann es als Silage verwenden. Achso, okay. Hoffen wir, dass wir jetzt dafür keinen Häcksler brauchen, um das zu ernten. Das Gift? Ja. Ich hoffe, wir brauchen nichts Häcksler. So, es ist nicht nur Luzerne gewachsen, es ist auch die Gerste gewachsen. In der nächsten Stufe. Okay. Ja. Die Hälfte ist jetzt in der Stufe und die andere Hälfte in der Stufe quasi. Ich muss mal gucken, ob da hinten unser Hafer gewachsen ist. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Weil den können wir auf jeden Fall verwenden. Ich hätte ja gesagt Sonnenblumen, ja, hätte ich auch lieben gerne gemacht, Sonnenblumen. Ja. Aber wir haben nichts zum... Ja, abernten könnten wir sie schon, aber... Wir haben nichts zum Säen von Sonnenblumen. Stimmt, da hatten wir ja die verkauft gehabt, ne? Genau, die kleinen hatten wir ja verkauft. So, bei Hafer ist zumindest auch schon was zu säen. Auch schon alles mit grüne Büschel hier drauf. So, ihr Lieben, wie ich das hier alles auflade, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Der erste Baum liegt. Unglaublich. So, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Was ist denn das jetzt? Hast du Stützen eingefahren? Nee, das Problem ist, dass ich mich genau jetzt hier verhangen hatte. So. Okay, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie der Bio hier auflädt. Bis dahin sagen wir danke fürs Gucken, ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss.